Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir wenden uns heute der Aufgabe von Sally zu, weil ich dachte eigentlich, wir hätten noch eine Aufgabe von Mike, aber da habe ich mich anscheinend vertan. Da, Sally. Nicht abhauen, Sally. Ich komme dir direkt hinterher. Oh, ich kann mich nur nicht bewegen. Wo ist er jetzt? Da ist er. Er fällt wenigstens auf, er ist groß genug. Wenn ich da so an Remi denke, das ist schlimm. So, ich Weißt kann du, wieder. Kumpel, ich hab mir Ja? gedacht. Ich kann wieder nicht mit dir reden, wenn du auf dem Feld stehst. Das ist so nervig. Jetzt. Hey, du bist genau die, nach der ich gesucht habe, Gameplayerin. Es gibt da ein Projekt, von dem ich dir erzählen will. Hast du eine Sekunde Zeit? Sicher, worum geht es? Habe ich dir schon von der Monster-Filmnacht erzählt? Was sage ich da? Natürlich nicht. Ich habe mich gerade erst selbst daran erinnert. Es ist ganz einfach. Mike und ich haben uns immer einen dieser Monsterfilme ausgesucht, die ihr Menschen so gerne macht, und ihn mit all unseren Freunden angeschaut. Das klingt großartig. Oh! Das freut mich, denn ich würde sie wirklich gerne wieder einführen. Früher habe ich die Filme bei Herrn Duck ausgeliehen, aber als ich in den Laden ging, fand ich keine Filme zum Ausleihen mehr. Was hat Herr Duck gesagt? Nichts. Er war mit einem anderen Kunden beschäftigt. Herr Duck sieht immer so beschäftigt aus und ich wollte ihn nicht belästigen. Er ist nie zu beschäftigt, wenn es um Freunde oder Geschäfte geht. Ich frage ihn. Das wäre toll, Gameplayerin. Ich muss los. Doch. Die beiden würden sich doch sicher gut verstehen, oder die sind Erzfeinde. Eins von beiden. Was hat denn jetzt für ein Problem? Hallo, Sally? Hast du irgendwelche Probleme, Sally? Also ich meine, das mit dem Anbrüllen, okay, das kann ich jetzt noch verstehen, ne? Von dem ursprünglichen, wo sie die Kinder noch erschreckt haben und so. Aber Dieses dieses Valley ist komische ziemlich tief. Umfallen, was war denn das bitte gerade für eine Aktion? Oh Weißt du, mein was das Gott. Beste Ja, hier ist? Mike, Kein du Papier. kleiner Schlawiner. Ich dachte eigentlich, ich kann mit dir weitermachen. Ich hatte jetzt wieder 2 Tage nichts mehr gemacht. Aber ja, hatte ich wohl falsch in Einen Erinnerung. schönen Tag noch. Hallo Dagobert. Was kann ich für dich tun, Gameplayerin? Ich helfe Sally dabei, die Monsterfilmnacht wieder ins Leben zu rufen. Er hat sich gefragt, wo deine Leihvideokassetten geblieben sind. Ich habe gesehen, wie er sich vorhin im Laden umgesehen hat. Jetzt weißt du, wonach er gesucht hat. Ja, warum hast du ihn nicht angesprochen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber er war ja beschäftigt, das hat er ja eigentlich gesagt. Jetzt weißt du, wonach er gesucht hat. Warum hat er mich denn nicht einfach gefragt? Sally wollte dich nicht stören. Unsinn, ich bin immer für meine Kunden da, besonders für die Zahlenden. Was die Kassetten angeht, so kann ich diesen Service leider nicht mehr anbieten. Warum das? Ich musste den Dorfbewohnern immer hinterherrennen, um sie zurückzubekommen. Irgendwann beschloss ich, Ein meine Verluste perfekter zu Tag für ein reduzieren. Picknick. Ich vermute, dass einige Dorfbewohner noch Kassetten aus der Zeit vor dem Vergessen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, wäre einer davon perfekt für die Monsterfilmnacht. 20.000 Riesen Arachnien unter dem Bett. Ich weiß nicht mehr genau, wer sie hat, aber es war entweder Ursula, Mickey oder Goofy. Ich erinnere mich aber, dass derjenige, der sie gemietet hat, sie für einen besonderen Anlass mit einer besonderen Person gemietet hat. Ich werde wohl jeden fragen müssen, bis ich herausfinde, wer sie hat. Danke, Herr Duck. Auf Wiedersehen Also, und was bis hat er gesagt? bald. Ursula, Mickey oder Goofy? Ursula wird ja wohl keinen besonderen Tag machen. Mickey könnte ich mir schon eher vorstellen. Goofy natürlich auch. Mickey, komm mal her. Ich will dich was Sieh fragen. Nee, dir nicht dieses abhauen, wenn du mich siehst. Bleib Streamliner. hier. Oh, Goofy, hey, du auch. kannst du Sitz bei reden, Kumpel? Fuß. Hallo, Gameplayerin. Wie kann ich dir heute helfen? Mickey, erinnerst du dich an die Monsterfilmnacht? Oh, Junge. Und ab. Minnie hat Monsterfilme geliebt. Vor allem die gruseligen. Ach, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Kurz vor dem Vergessen habe ich sogar eine Vorführung für sie organisiert. Oh je, jetzt wo ich darüber nachdenke, habe ich vergessen, den Film zurückzubringen? Das war genau zu der Zeit, als im Dorf seltsame Dinge passiert sind. Herr Duck sagt, dass viele Videokassetten nicht zurückgegeben wurden. Sag mir einfach, wo du sie gelassen hast und ich suche sie. Danke, lass mich nachdenken.
Nun, es war irgendwo am schillernden Strand und ich erinnere mich, dass ich dort eine Leinwand aufgestellt hatte, um eine gruselige Atmosphäre zu schaffen. Oh, das ist ja wie eine Schatzsuche. Ich liebe es. Ja. Kannst du dich noch an etwas anderes erinnern? Vielleicht war es in einer Art Höhle am Strand. Tut mir leid, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Danke, Kumpel. Ach so. Nee. Ich dachte jetzt gerade, weil das jetzt immer noch da drin war, dass... Moment, wieso konnte ich da hinten nichts abpflücken und da kann ich jetzt was abpflücken? Dann nehme ich mir das hier vorne nochmal eben. Ich weiß so nicht, wann sich das immer resettet. Ich habe so das Gefühl, das dauert 24 Stunden. Weil, wenn ich ganz spät, also später... Aber das ist danach den 24 Stunden, glaube ich. Wenn ich ziemlich... Hallo? Was blockiert diese Palme hier den Weg? Moment, die muss ich mal eben kurz hier ein bisschen anders hinsetzen. Das geht ja gar nicht. Was soll das denn? Warum blockierst du mir hier den Durchfahrt? Wir haben immer noch die Rotze hier überall rumliegen. Oh Leute, das ist nicht euer Ernst. Kann man das nicht wegmachen? Oh Moment. Doch, vielleicht kann man das wegmachen. Das probieren wir mal eben aus. Oh ja, okay. Ich will den Strand hier sauber haben. Es tut mir leid. Aber ich muss das hier mal eben wegmachen. Das ist ja ekelhaft. Hier, Scar gefällt es auch nicht. Ich finde es auch absolut ekelhaft, wenn hier überall noch die Rotze von Glotzkowski rumliegt. Es ist die Frage, meint er jetzt die Höhle? An einen tiefen und dunklen Ort. Ja, da meint er wahrscheinlich die Höhle, weil die auch sehr tief runtergeht. Die Frage ist nur, wo zur Hölle liegt jetzt hier die Kassette? Also wenn es wirklich hier ist, wovon ich ausgehe. Und die nächste Frage wäre, wie zur Hölle ist die hier hingekommen? Also egal, ob es jetzt diese Höhle ist oder die andere Höhle. Ich meine, warum hat der die hier runtergeschleppt? Ah, du bist die Videokassette. Ja, ist okay. Wir buddeln aus. Ich habe zu schnell gedrückt. Da ist sie. So, bring die Videokassette zu Sally. Dann können sie zumindest einen schönen Film nutzen am Videoabend. Gut, mit Horrorfilmen habe ich bisher noch keine Videoabende gemacht. Bei Videoabende eher weniger. Eher ist es dann so nachmittags oder so gewesen. Aber ich habe das natürlich auch schon mal gemacht. Und der Epi und ich, wir gucken auch regelmäßig Filme. Also eigentlich zwinge ich ihn immer dazu, aber nein. Aber es sind auch schon mal die ein oder anderen Filme dabei, die er jetzt nicht ganz so prickelnd findet. Aber zu meiner Verteidigung, ich weiß im Vorfeld nie, wie sie sind. Weil es sind halt neue Filme und dann denke ich mir, okay, kann man sich mal angucken, hört sich gut an. Ich habe deine Idee, da weiß man halt nicht, wie sie sind. Ne? Oh, kann er mal die Klappe halten? Meine Quest geht weiter. So sieht's aus. Wow, du hast sie gefunden, Gameplayerin. Das bedeutet mir wirklich viel. Danke. Gern geschehen. Als nächstes muss ich wohl eine Knabbermischung besorgen, ein letzter Schreifernseher finden und ein paar Leute einladen. Och, jetzt müssen wir auch noch einen extra Fernseher machen. Überlass mir das Herstellen des letzten Schreifernsehers. Das klingt, als würde mir das eine Menge Arbeit geben. Würde es Spaß machen. Oh, das wäre toll. Vielen Dank dafür. Wenn du uns einen neuen letzter Schreifernseher herstellen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Etwas Faser, Weichholz und Glas. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Ja, danke, natürlich. Fasern muss ich auch wieder selber herstellen. Wir gehen jetzt einfach mal zu Goofy, der ist jetzt hier direkt um die Ecke. Ich sollte echt mal mehr Werkbänke hier im Dorf aufstellen, damit ich dann... ich hätte vorher gucken sollen. Moment. Oh, ach du Scheiße. Ich bin von 20 ausgegangen. 50. Was glauben die eigentlich, wo wir das alles herkriegen? Ich meine, das kriegt man nur bei Algen. Und Algen, gut, die kann man theoretisch farmen. Aber die kriegt man ja nicht mal eben so, weil das ist ja eigentlich das Letzte, woran man denkt normalerweise. Ach du Schande. Okay, 36 Fasern. Fasern? Ah. Okay. Also 6 Algen bräuchte ich dann. Moment, Algen kann ich herstellen. Ja, da muss ich dann das Doppelte herstellen. Jetzt hängt das natürlich wieder oben.
Naja, es sind 36, ne? Da müssen wir 40 herstellen. Gut, das geht noch. Das geht noch. Das sah nur... Achso, ja, klar. Der Fernseher. Das sah jetzt nur so viel aus. So, 50 Fasern, 10 Glas, 20... Oh, es geht aber auch noch. Ich hoffe, ich werde den später dann selber auch noch herstellen können. Oder ich kann es... Nee, anscheinend kann ich es nur für die Quest herstellen. Das habe ich mich immer gefragt und nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ach, ja. Und wir müssen noch was anderes machen. Fällt mir gerade ein. Und zwar... Wir haben doch in der ersten Folge, glaube ich, war es, von der Monster AG, haben wir diese drei Schlüsselkartenstücke, sage ich jetzt mal, gefunden. Wenn wir hier hingehen, auf funktionelle Gegenstände drücken und ein bisschen runterscrollen, da finden wir die reparierte Schlüsselkarte. Ist jetzt doof, aber ich schiebe das jetzt mal so ein bisschen dazwischen, bevor wir mit dem Rest weitermachen. So, und wenn wir die jetzt haben, dann müssen wir ins Reich reingehen von der Monster AG. Nehme ich zumindest an. An den Türen ist nichts. Oder muss ich da extra rangehen? Aber das waren ja die von... Nee, die kann man betreten. War die vorher auch schon da? Interagieren. Ah, okay. Aufheben. Niemals. Ich bin jetzt ein Scherzer und ich gehe nie wieder zurück. Mike Gluskowski. Ah, sehr schön. Dann haben wir alle Klebezettel gefunden. Sehr, sehr geil. Und hier ist eine Truhe aufgetaucht. Mit etwas zum Anziehen. Ach du Schande, Monsteraugen. Ah, die schauen wir uns mal eben an. Die werde ich nicht aufbehalten, aber die schauen wir uns trotzdem mal kurz an. Wenn ich sie denn finde. Da unten. Ja. Die passen auf jeden Fall auch farblich gut zu meinen Klamotten, muss ich sagen. Sind aber ein bisschen starr. Das wäre cool gewesen, wenn die sich jetzt noch bewegen würden. Schade. Keine Animation dabei, schade. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder das, was wir jetzt haben. Ja, cool. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir jetzt hier vorne in irgendeine Tür rein könnten. Aber es ist natürlich Blödsinn, weil die vier... Nee, die drei hier hatten wir ja schon. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, vielleicht könnten wir hier in die Tür rein. Da habe ich mich jetzt völlig vertan. Und bin nach hinten gelaufen. Aber gut, im Endeffekt war es jetzt gut, dass ich nach hinten gelaufen bin. Weil, ja, wir dann da eine neue Tür letztendlich gefunden haben. Was natürlich auch cool ist. Sully. Genau. Wo ist Sully? Den müssen wir jetzt erstmal hier... Sully, komm her. Ah, jetzt bleibe ich auch noch hängen. Oh, oh. Sully, es tut mir leid. Aber das muss ich mal eben... Sully, alles gut? Wir öffnen eine Tür zu etwas Neuem. Ja, habe ich gerade gemacht. Wobei, die Tür hat sich dabei nicht geöffnet. Aber so grundsätzlich habe ich das gemacht. Sieh dir das an. Es ist unglaublich, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten, dass die Monsterfilmnacht wieder losgeht. Jetzt fehlt nur noch Mikes berühmte Knabbermischung. Oh, und ich muss ein paar Dorfbewohner einladen. Wäre vielleicht ganz gut, ja? Vielleicht sollten wir Mike um Hilfe bitten. Du klingst überfordert und ich bin mir sicher, dass er trotzdem überrascht sein wird. Du hast recht. Mike könnte es persönlich nehmen, wenn jemand anderes die Knabbermischung zubereiten würde. Würdest du ihn mit den Neuigkeiten überraschen? Klar doch. Ich werde Mike überraschen und ihn bitten, die Knabbereien vorzubereiten. Dieses Dorf ist wunderschön. Der lief auch gerade noch hier rum. Mike Gluskowski, wo bist du? Der läuft jetzt... Ah, jetzt bleibe ich hier schon wieder überall hängen. Der läuft jetzt irgendwo hier zum Platz. Och, ich hätte ihn markieren sollen. Der Kleine ist so schnell wieder weg. Ach, der ist unten gewesen. Da ist er doch. Der sitzt ja einfach seelenruhig. So geht das nicht mal. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Hey, was geht, Gameplayerin? Überraschung. Sully bringt die Monsterfilmnacht zurück. Sully macht was?
Oh, ich erinnere mich. Die Monsterfilmnacht. Das sind tolle Neuigkeiten. Oh, ja. Lass mich raten. Er braucht mich, um meine berühmte Knabbermischung zu machen. Er lässt sie immer anbrennen. Du kannst für meine Gedanken lesen. Hast du schon eine Portion für mich? Wirklich? Nein, frisch ist viel besser. Oh. Ich kümmere mich darum. Oh, ich bin so aufgeregt. Die Monsterfilmnacht war das Beste. Du kannst Sally sagen, dass ich die Knabbereien mitbringe. Kurze Frage, Gameplayerin. Hast du vor, mit diesen Klamotten zur Monsterfilmnacht zu gehen? Hallo? Was stimmt denn nicht mit dem, was ich anhabe? An sich ist alles okay, aber es ist ein gemütlicher Filmeabend mit Freunden. Du willst entspannt in Monsterstimmung sein. Ja, deswegen habe ich auch entspannte Klamotten an. Dankeschön. Oh, weißt du was? Sally gefallen würde, wenn du etwas Blaues und ein paar Schreckerhausschuhe anziehst. Er wird sich dadurch wirklich geehrt fühlen. Du warst ein ernsthaft? Tolles Publikum. Bestelle die benötigten Gegenstände. Ja, warum sollte ich? Blaues zwangloses Oberteil, blaue zwanglose Hose. Ich guck erst. Ja, aber nicht mit der Taste. Ich guck erstmal, ob ich dazu was finde. Ja, gut, wenn das unter blau und entspannt fällt, dann nehmen wir mal das. Das sieht besser aus als die anderen Sachen. Blau und zwanglos. Kann ich keine blaue Jogginghose anziehen? Ich meine, das sind ja alles Jeanshosen, ja? Also von wegen zwanglos ist schon ein bisschen. Nehme das, das passt gerade zum Oberteil. Naja, und die Hausschuhe, die wollte ich ja schon die ganze Zeit anziehen. Aber dann muss ich auf jeden Fall. Wo sind wir denn hier? Bin ich jetzt ganz doof? Ach, ich bin bei den. Da sind die Hüte, genau. Dann muss ich auf jeden Fall unsere neu ergatterte Optik hier anziehen. Siehst du auch im Fernsehen? Ich mache mich richtig gut im Fernsehen. Das weiß ich nicht. Ich habe dich noch nie im Fernsehen. Ja, doch, natürlich habe ich ihn im Fernsehen gesehen, aber. Nein. Ich will ihn haben. So. Sally, wo versteckst du dich jetzt genau? Ich glaube oben, oder? Wenn ich das richtig sehe. Jetzt laufe ich hier mit meinen Püscheln hier überall rum. Was hat Mike gesagt? Er hat die Überraschung geliebt und er sagte, er würde eine Portion seiner Knabbermischung mitbringen. Dann bleibt nur noch, den letzter Schreifernseher zu platzieren. Du kennst das Dorf am besten. Könntest du alles an einen Ort aufstellen, an dem man gut Filme sehen kann? Es wäre mir eine Ehre. Nein, ich danke dir. Wir haben den letzter Schreifernseher immer vor mein Haus geschleppt und uns auf ein paar bequeme Stühle gesetzt. Aber bitte such dir einen Ort aus, der dir gefällt, Gameplayerin. Nach meiner Zeit als Erschrecker brauchte ich eine neue. Okay, das wäre natürlich eine Option. Ich meine, ich weiß ja, ne? Im Gegensatz zu Belle würde das Biest gerne in Ruhe leben, aber es wäre eigentlich schon eine Option, wenn wir. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich meine, den Fernseher, klar, wir brauchen ja. Ich habe jetzt halt nur noch keine Stühle, ne? Wäre aber gut, wenn ich. Ach du Schande. Wir brauchen. Boah, Leute. Ich muss was sehen können. Wir brauchen auch keine Stühle. Wir brauchen nur. Ah, ist das ätzend. Es ist blöd, wenn man so gar keinen Platz für gar nichts hat irgendwie. Jetzt bin ich hier schon bei Mirabelle, wo ich ja eigentlich alles nur bepflanzen wollte. Ich stelle das jetzt einfach hier. Tut mir leid, Leute, ihr habt jetzt nichts. Reicht das schon oder brauchen wir jetzt hier noch irgendwas? Ja, es reicht schon, ne? Für die Quest reicht es auf jeden Fall. Ja, ich wusste es. Aber ich habe trotzdem vorsichtshalber nochmal eben. So, Moment. Kameraformat kann ich so lassen. UI ausblenden. Ich sollte E drücken und nicht Enter. Ich weiß. Nein, warum gucke ich jetzt so blöd? Nein, nein. Noch eins. Aber eins, wo ich nicht direkt vor. Naja, ich stehe immer so ein bisschen blöd vor Sally, ne? Nee, dreh dich in die andere Richtung. Warum ist Belle jetzt schon wieder am Lesen? In die andere Richtung, genau. Ja, das können wir nehmen. Dann können wir zumindest Sally noch einigermaßen sehen. Das ist in Ordnung.
Das wird mein Coverbild. Das ist sehr, sehr schön. Weißt du, guck mal. Alter, alles gut. Nein, ich wollte dich streicheln. Ich wollte reden. Yeah. Die Monsterfilm nach 2.0 war ein Erfolg, Gameplayerin. Aber ich dachte, es soll eine Nacht werden und keine Tagesvorstellung. Alle hatten Spaß und es war toll, wieder in Schwung zu kommen. Danke für deine Hilfe. Ich möchte, dass du das hier bekommst. Ah, ich habe doch den Fernseher bekommen. Ja, geil. Das ist der letzte Schreifernseher. Jetzt kannst du Filmabende veranstalten, wann immer du willst. Nochmals vielen Dank, Gameplayerin. Lass uns bald wieder reden. Ich habe mir überlegt, wie ich hier mithelfen kann. Das nenne ich. Ich frage mich, ob dieser Laden mein Lieblings-Clos de Colonne führt. Das wollen wir nochmal sehen zum Abschied. Das wollen wir nochmal sehen. Das wollen wir nochmal sehen. Bumm. Ich find's irgendwie genial. Ich weiß auch nicht. Ja. Wie... Könnt du es so ein bisschen leiser schreien, bitte? Wie ihr schon seht, habe ich jetzt leider nichts mehr zu tun, bis ich bis ich die beiden weiter ausgelevelt habe. Ich hoffe inständig, dass ich das noch übers Wochenende schaffe, weil normalerweise komme ich am Wochenende eher seltener dazu, wirklich mal an den PC zu gehen, um was aufzunehmen. Ich tue aber mein Bestes, dass ich das noch schaffe und dass ich dann für euch wieder neue Folgen aufnehmen kann. Und ja, seid mir nicht böse, wenn es vielleicht doch ein, zwei Tage länger dauert, dass dazwischen eine kleine Kluft ist, sozusagen. Dann, ja, ich denke mal, dann werde ich das kurz auch online schreiben in dem Community-Tab und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es kommen aber auf jeden Fall noch die weiteren Quests. Das Einzige, wo ich halt nicht weiter weiß, ist die Quest mit Eve, weil die ist immer noch verbuggt und ja, man kann sie auch nicht ablehnen, nehme ich an, oder? Nee, von Liste entfernen kann ich nur machen. Also man kann sie auch nicht ablehnen oder sonst was und das wäre wahrscheinlich jetzt das Letzte, was man noch machen muss, um die abzuschließen. Deswegen, ich habe schon so oft Disney angeschrieben, ich habe nicht einmal eine Reaktion darauf bekommen, geschweige denn, dass es mal geändert wurde. Ja, was soll man sagen, ne? Drückt mir die Daumen, dass die Quest irgendwann mal repariert wird, weil nur dann habe ich leider die Möglichkeit, auch die neuen Quests im neuen Gebiet auch aufzunehmen. Weil die leider davon abhängig sind, dass diese Eve-Quest endlich mal gemacht wird. Ja, ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video, entweder morgen oder vielleicht übermorgen oder in 2 Tagen wieder. Je nachdem, wie schnell ich jetzt dazu komme, die beiden noch zu leveln. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.